Treffen sich zwei Clowns, fragt der eine den anderen, was gehst du denn? Was gehst du denn? Weiß ich noch nicht. Herzlich willkommen bei YumTomTom. Wir machen heute für euch Clown-Muffins, also Muffins, so wie wir. Nur ein bisschen bunter vielleicht. Wir haben schon mal vorgebacken. Das Rezept für die Muffins findet ihr jetzt hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Noch sind die Muffins ja kunterbunt, aber wir brauchen natürlich weiße Gesichter. Das machen wir gleich mit Zuckerguss, weil Clowns haben ja eigentlich weiße Gesichter. So wie ich. Ich hole ein Brettchen für die Zitrone. Mit was machen wir den Zuckerguss auch sonst? Mit Zitrone! Zitrone! Findest du Clowns gruselig eigentlich? Ja, ein bisschen. Kommt auf den Clown an, würde ich sagen. Und du? Ja, ja, kommt immer drauf an. Ehrlich gesagt finde ich dich null gruselig, ne? Aber ganz putzig. Also, ihr braucht einfach nur Puderzucker und einen Löffel und dann verrühren, bis eine richtig dicke Paste draus geworden ist. Oh, jetzt ist schon gut. Oh. Da vertut man sich manchmal. Ja, und dann kippt man immer mehr nach und dann ist es zu viel und dann kippt man Wasser nach und dann ist es auch zu viel und es ist ein niemals endender Kreislauf. Bis man den ganzen Puderzucker von der ganzen Welt in alle Zitronen verbraucht. Perfekte Konsistenz, würde ich sagen. Opti. Her mit den Muffins. Und jetzt einfach beschmieren. Das Gute ist, dadurch, dass wir den Zuckerguss mit Zitronensaft angerührt haben, schmeckt er auch voll lecker. Wenn du dir von allen Sachen auf der Welt ein Faschingskostüm aussuchen könntest, was wäre es? Zitrone. Und abgesehen davon? Zitrone. Ah. Aber einmal bin ich als Erdbeere hier gegangen, das fand ich das ganz stimmt. Sweet. Und meine kleine Schwester, weißt du, was die geht? Als Kaugummiautomat. Wie cool ist die denn? Aha, die hat lauter der so Klassiker, ja. Nein, es ist total außergewöhnlich und ich habe es noch nie gesehen. Cool. Und was ist dein allerliebstes Lieblingskostüm? Also ich habe ja vor kurzem ein Video gedreht, da hatte ich einen Bart und es hat mir ein bisschen gefallen. Ich fand es ein bisschen unterhaltsam, deswegen würde ich vielleicht nochmal die bärtige Lady machen, aber dann in komplett zutätowiert noch dazu. Hm. Und dick. Was wäre denn euer Lieblingskostüm? Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Ja. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch Haare. Kein Problem. No. Zeit für die Haare, dafür machen wir Royal Icing. Ich trenne schon mal ein Ei. Wir brauchen nämlich nur das Eiweiß. Schwubbidi-bub. Flup. Oh, Puderzucker. Guck doch nicht so streng. Hilfe. Ganz kleiner Schuss Zitrone. Wie zufrieden sind Sie, Frau Lee? Moment, es ist perfekt, wenn man es hochzieht, es noch ein bisschen flüssig ist, aber auch Fäden zieht, also ich glaube. Ziemlich gut. Das teilen wir jetzt auf in zwei Drittel und ein Drittel und dann wird es eingefärbt. Ich habe schwarz und du? Ich habe ein grün. Für die Haare. Let's go. Let's go. Bei schwarz braucht man immer voll viel. Ja, aber es ist halt auch von weiß auf schwarz. Ja, ist nicht ja. Haare färben. Es ist eher wie andersrum Haare färben. Schwarz auf weiß. Oh Gott, ist das schwer. Ja. Das sind aber grüne Haare. Radioactive. Passt, oder? Dann brauchen wir nur noch zwei Spritzbeutel. Yee. Ich gebe dir deinen Beutel. Ich halte ihn für dich. Ja. Royal Icing wird sehr schnell hart. Deswegen klatscht einfach alles in den Beutel. Aber wenn ihr was aufheben wollt, dann einfach ein bisschen Frischhaltefolie drüber und ab in den Kühlschrank. Vorne haben wir jetzt so Spritztüllen dran. Ich habe eine ganz feine für die Augen. Und ich habe so eine geriffelte, blumige sozusagen für die Haare. Handrückentest. Läuft. Du wolltest doch tätowiert sein. Ich bin doch schon tätowiert. Mit Träne. Dann kleben wir jetzt die Nasen drauf, würde ich sagen. Ja. Dafür haben wir so Schokolinsen. Rote. Ja, einfach mit ein bisschen Zuckerguss. Ah, süß. Dann brauchen Sie noch Münder. Ich habe jetzt hier noch so kleine Zuckerblumen. Die mache ich jetzt hier noch in die Haare rein. Und wir haben auch noch so kleine runde Crispies. Die können wir am Ende von den Mundwinkeln machen. Da fehlt noch ein Mund. Ja. Dann sind wir fertig. Wow. Boah, die sind voll cool geworden. Mega hübsch. Ich hätte auch gern so Haare wie er hier. Ich hätte gern so Haare wie du. Kein Problem.
im nächsten Video dann. Jeder, der Feli mit einem Afro im nächsten Video sehen möchte, gib bitte einen Daumen nach oben. Hallo Melissa. Wo ist mein Ballontierchen? Also ich finde, wir können ganz schön stolz auf uns sein. Jo, ich finde auch, die sind sehr cool geworden. Falls ihr Bock bekommen habt, das nachzumachen, dann schickt uns auch gerne ein Foto von euren Clown-Muffins und eurem Karnevalskostüm. Und im nächsten Video gibt's Lava-Cake zum Valentinstag. Wuhu, bis dann. Tschüss. Tschüss.